Hallo, liebe Leute, willkommen auf unserem Kanal und diesmal eine etwas andere Serie oder eine neue Serie. Wir spielen wieder Space Engineers. Bald kommt ein großes Update, deshalb wollte ich da mal wieder starten. Wir starten mit einer neuen Welt, in einem Star System und ja, wir sind in unserem Lander unterwegs und müssen jetzt erstmal einen schönen Landeplatz finden. Und vor allem dürfen wir nicht abstürzen. Dass wir einen schönen Platz finden. Dann hätte ich jetzt einen See, wo wir dann auch ein paar Erze finden und natürlich Eis haben. Weil Eis brauchen wir ganz viel. Wenn wir später in den Weltraum müssen, brauchen wir Hydrogen-Thruster, die uns ja, erlauben, die Atmosphäre zu verlassen. Wir brauchen mal Eis ohne Ende. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen ja erstmal einen Platz finden, dann bauen wir uns eine Base, weil wir brauchen ja Material ohne Ende. Auch schon ein Schiff im Sinn, was ich wieder bauen möchte. Aus meiner alten Welt. Schauen wir mal. Es geht langsam voran. Auf 3600 Meter Höhe und Berge ohne Ende. Kein See in Sicht. Bestimmt hinterm Berg. Versuchen wir mal, um den Berg rumzukommen. Vielleicht. Hier dann einen schönen See. Gut, in den Bergen, das ist eigentlich auch ganz nice, weil da keine Basis rein. Aber hier. Wieder das hier. Da ist ein See. Da müssen wir hin. Da sind auch die. Wenn ihr selber Space Engineers spielt. Das ja die schwarzen Flecken oder die dunklen Flecken auf dem Boden. Darunter verbergen sich meistens Erze. Nötige. Schub geben, damit wir kommen. Ja. Vorbei. Auf jeden Fall Eisen. Eine Menge Eisen und Uran wäre schlecht. Wir unseren Reaktor auf unserem Länder hier noch ein bisschen weiter betreiben können. Zeit, wo der jetzt ein bisschen gerade. Eine Gruppe für unser Truster. Ein. Auf. Moordetektor. Und dann holen wir uns. So. Ah, wir machen uns noch eine Gruppe für die großen Truster. Dann können wir die nämlich auch abschalten.
schneller nach unten. Schnell. Geht das schnell in die Hose. Kleck, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Flecken. Gucken wir mal, was wir da alles finden. Ja, das große Update kommt jetzt demnächst. Der komplette Multiplayer-Part ist erneuert worden. Blöcke sind erneuert worden. Sieht dann alles ganz anders aus. Vielleicht packe ich auch schon mal einen Link zu dem Video in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das auch mal angucken, was jetzt Neues auf uns zukommt. So, wir gehen mal langsam runter zu dem Fleck da. Gucken wir mal, was wir da für Erze haben. Dagegen hier. Wollen ja nicht abstürzen. So, Eis ist natürlich klar, das sehen wir ja schon mit bloßem Auge. Oh, da haben wir Silikon, Magnesium. Und Uran, das ist schon mal nicht schlecht. Kiefer. Wir machen uns direkt einen Waypoint. Zwar vom Current Location, das nennen wir dann Uran und Magnesium. Wir mal, da war ja noch ein Fleck. Gehen, weil ich möchte ganz gerne erstmal ein bisschen Eisen haben. Bahn ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Weil dann haben wir unseren Reaktor. Ihr seht das, 47 Minuten. Ist natürlich nicht so pralle, ne? Mal wieder auch Magnesium, als auch noch mal Uran, auch noch Silikon. Haben uns auch einen Waypoint. Selbe. So, haben wir uns auch gemacht. So, jetzt gucken wir mal da hinten rüber. Eisen wäre schlecht. Eisen brauchen bisschen. Ja. Er lacht, wenn man nicht noch Eisen findet. Das Silikon, ja, Silikon ohne Ende. Nickel, auch nicht schlecht. Magnesium. Ja. Okay. Ja, einen Waypoint. Silikon. Nickel, was hat man noch? Auch wieder Magnesium. Ja, kein Eisen. Leute.
Eisen. Darüber. Ja, Eisen. Silber, Silber, Kobalt, Uran. Oh, super. Silber ist auch ganz toll. Anhalten. So. Bald. Uran. Immer noch kein Eisen, Leute. Was machen wir denn jetzt? Hatten, glaube ich. Black. Würde ich einfach mal sagen, ihn hier runter. Einfach mal ein bisschen rumfliegen, damit wir Eisen finden. So, wir gehen aber jetzt erstmal hier runter, weil hier ist Uran. So, bisschen hart aufgesetzt. Aus. So, Helm ab. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir alles Mögliche ausschalten. Auf unserem Dings hier. Gucken wir mal. Batteries sind an. Gyroskop schalten wir ab. Die Lichter schalten wir mal aus. Die LCD-Panel schalten wir aus. Das schalten wir aus. Und einmal schalten wir aus. Schon mal ein bisschen Strom gespart, weil ich habe mal ja hier so Dings. So. Ich habe keine Waffen, also keine Spinnen oder Hunde oder sowas drin, deshalb werden wir kaum Feinde haben. Deshalb können wir uns einfach richten. Gehen wir auf den Dings disassemblen. Wird jetzt alles auseinandergenommen. Und die Rohstoffe dazu kriegen wir wieder. Einfach mal laufen. So, Leute. Wir sind gelandet. Es wird Nacht. Sieht sehr schön aus. Und ich würde sagen, für die erste Folge soll es das gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir uns mal runtergraben. Mal gucken, ob wir ja, was finden hier an Erzen. Mal ein bisschen hart aufgeschlagen. Mal reparieren die Rampe. Und dann würde ich sagen, mit der schönen Aussicht auf den Mond oder den Alien-Planeten. Ne, der ist da, jetzt der Alien-Planet. Der Mond oder der andere Planet. Mit dem Mond. Der normale Mond. Ich hab grad Leck. Ah, jetzt. Andere Mond ist nicht, der normale Mond ist nicht zu sehen. Aber da oben haben wir den Alien-Planeten, da haben wir den anderen Planeten mit dem Mond. Ja, das Ziel ist natürlich da, irgendwann mal hinzukommen. Ne? So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss.